Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch in der Kataka oder bei Vika in der Kataka, nämlich im Perigis Aussichtspunkt in der Wasserformer Gilde im Keller, die gerade ein bisschen überrannt wird. Und wir sollen hier irgendetwas versiegeln. Ja. Dafür brauchen wir diesen Spruch hier. Erbarmen sei mit Engati damit der Weglage. So wie die Perle in der Himmelskugel sich ihre Sicht erschließt, füllen sich ihre Augen mit Tränen unaufhörlich wie Regen. Aber der Mond setzt seine Reise himmelwärts rasch fort. Die Gefühle der Lebenden so flüchtig wie die Berührung zweier Finger. Ja, und damit muss ich jetzt das hier öffnen. Ja, als du dich der Tür näherst, blitzt der geritzte Stein mit ätherischem Licht. Du fühlst eine schwache, salzige Brise aus einer unsichtbaren Quelle wehen. Die Tür mit dem Stab des Tiefenjägers berühren. Die Tür reagiert sofort. Ein Steinpult bewegt sich zur Seite, um eine runde Scheibe in die Symbole eingeritzt worden preiszugeben. Die scheint ein Schließmechanismus zu sein, der eine genaue Kombination erfordert. Die Symbole rund um die Scheibe untersuchen. Ah, Fisch, Wolken, Hände, Kugel. Du wischst eine Schicht Staub weg, was eine runde Scheibe mit Piktogrammen enthält. Obwohl du dir keinen Reim auf ihre Funktion oder Beziehung zueinander machen kannst, erkennst du die Symbole an sich. Das erste ist ein Vollmond, dessen Licht auf Viora herabscheint. Das nächste ist ein Symbol der Huana von Ondra, welches klassisch mit dem Kopf eines Seeteufels in ihrem Aspekt als Engati dargestellt wird. Ja. Das nächste ist ein Händepaar, das sich zu greifen versucht. Die Fingerspitzen berühren sich gerade noch so. Sieht man hier aber nicht sehr gut drauf. Das letzte ist Regen, der kräftig und unaufhörlich fällt. Okay, gehen wir nochmal weg. Gehen nochmal den Text durch. Also erst kommt Engati, dann kommt Regen, dann kommt der Mond und dann die zwei Finger. Ja. Gut. Anfangen die Symbole auf der Scheibe zu betätigen. Ja. Auf der Scheibe ist ein geretztes Bild eines Mondes zu sehen, der mit bleichem, trauerndem Licht auf Eora scheint. Wenn ich sie im Uhrzeigersinn drehe, würde ich sie so drehen auf den Regen. Ich will sie aber gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ja, die Scheibe zentriert sich auf die Darstellung des Huana von Ondra, die mit dem Kopf eines Seeteufels die Scheibe drücken. Du hörst einen kratzenden mechanischen Schlag der steinernen Schließstifte, die hinter der Tür einrasten. Gut, dann drehen wir die Scheibe. Mit einem Ächzen wälzt sich die Scheibe. Du siehst nur, dass sie wohl zwei Hände, die sich zu berühren versuchen. Ihre Fingerspitzen berühren sich gerade noch so über dem Spalt. Wollen wir nicht? Wir wollen sie noch einmal gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das Regen kommt, ja. Und drücken. Mit einem Ächzen wälzt sich die Scheibe. Du siehst nur ein Symbol. Was? Nein, falscher Knopf. Die Scheibe drücken. Du hörst einen krassen mechanischen Schlag der steinernen Schließstifte, die hinter der Tür einrasten. Ja, jetzt brauchen wir als nächstes den Mond, also drehen wir die Scheibe einmal gegen den Uhrzeigersinn. Und drücken. Ja. Und drehen sie zweimal im Uhrzeigersinn. Und drücken. Du hörst die Schließstifte in ihre Ausgangsposition zurückrattern. Die Einritzungen wälzen sich zurück zum Mondsymbol. Du scheinst das nicht in die richtige Reihenfolge zu entsperren. Ah. Ich hatte doch gerade die Hände in der Hand. Oder muss ich...
Ingati-Mond. Regen, Mond und dann nochmal. Und dann die zwei Finger. Das könnte auch sein. Okay. Gegen den Uhrzeigersinn drehen. Drücken. Im Uhrzeigersinn drehen. Drücken. Nochmal im Uhrzeigersinn drehen. Drücken. Wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Drücken. Und dann zweimal drehen und drücken. Ja, das war's. Du hörst ein Rattern und Dröhnen, als die Scheibe die Türe zurückfährt. Sie gibt ein tiefes Brummen, als sich die Türe nach innen öffnet und einen dunklen, engen Tunnel freigibt. Durch die Passage gehen. Die Luft hinter dem Durchgang ist feucht. Sie stinken nach abgestandenem Wasser und nach etwas anderem, etwas Altem, das dir einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Bei deinem ersten Schritt wird ein unbetäubendes Brüllen immer lauter und teilt durch den Durchgang. Der umliegende Fels bröckelt. Trotzdem durchgehen. Du bahnst dir einen Weg durch den dunklen, engen Tunnel. Dabei musst du deine Schulter zusammenziehen, um durchzupassen. Oh, Wasserdrache. Entscheide, was mit Sikophilias geschehen soll. Als sich die Wassermassen beruhigen, füllt sich die Luft mit erdrückender Feuchtigkeit. Deine Augen brauchen einen Augenblick, um die Form, die aus den Tiefen hervorgebrochen ist, eine Gestalt zu geben. How in all Aora have they kept it down here? Wie um alles in Aora haben sie es geschafft, ihn hier unten einzusperren. Belfetto. I am thrilled as always to walk into a dragon's lair with you, Watcher. Your path is littered with the creatures. Ja, Seraphine und Tikeo finden das sehr unbeschwert. Belfetto, wie immer bin ich begeistert, mit dir in eine Drachenhöhle vorzudringen, Wächter. Dein Pfad ist geradezu gepflastert mit diesen Kreaturen. Galloway's fucking spear. That there be a right bonny beast in an half. Bei Galloway's furchtbarem Speer, das ist eine ordentliche Portion Bestie, sag ich dir. Have you come to deliver me from this prison of my own making? Bist du gekommen, mich aus meinem Gefängnis zu befreien, das ich selbst geschaffen habe? Mit bebenden Nasenflügen schaut der Drache dich böse an. Drache? Ich muss mich zuerst einmal orientieren. Wer bist du? Nein, auf keinen Fall. Nehmen wir mal die zwei. I am Cyrilophus, Guardian of the Isles. Ich bin Cyrilophus, oder Cyrilophus, Hüter der Inseln. Er knallt seinen Schwanz auf den Boden. What is this? One of Andras Whelps. Was ist das? Einer von Andras Welpen? Er rümpft seine Schnauze in Tikeos Richtung. Hello. Hallo, Tikeo schluckt. Heißer Dampf strömt aus der Nase des Drachen. Ich bin Hagrin, Captain der Defiant 2. Ich nehme an, du bist derjenige, der die Stadt zum Beben bringt. Hast du dir diesen Titel ausgedacht? Fenrir, sag hallo zu Cyrilophus. Sag nichts angreifen. Nehmen wir die vier. At least your pet does not tarnish the dignity of this prison. Wenigstens beschmutzt dein Haustier nicht die Würde dieses Gefängnisses. You can only be here for one reason. You serve the Huana. Du kannst nur aus einem Grund hier sein. Du dienst den Huana. Seine Augen fangen sich zu kleinen Schlitzen. This prison is built on a foundation of their lies. Dieses Gefängnis wurde auf einem Fundament ihrer Lügen errichtet. Wovon sprichst du? Ich habe mehr Anlass dazu, ihnen zu vertrauen als dir, Monster. Die Huana haben mich nicht geschickt. Also lügen, nicht sagen, angreifen. Wovon sprichst du? You stand in the sanctum of the water shapers. Those who make parlor tricks of Ngatis art. Du befindest dich im Heiligtum der Wasserformer, die billige Taschenspielertricks aus Ngatis Künsten gemacht haben. An art in decline. The Huana covenant has failed. With each grain of sand surrendered to outsiders, Ngati draws her favor away from her chosen people. Eine Kunst, die zu verschwinden droht. Der Pakt der Huana ist gescheitert. Mit jedem Sandkorn, das den Fremden überlassen wird, entzieht Ngati dem auserwählten Volk mehr von ihrer Gunst. Tikeo, ist das wahr? Was für ein Pakt ist das? Genug geredet. Nehmen wir die zwei. Er starrt zum Drachen hinauf und nimmt dich nicht wahr, bis er blinzelt und in den Moment zurückkehrt. I only know an interpretation of Ngati's covenant, but Akera, it is possible.
Ich kenne nur eine Interpretation für den Gatis-Pakt, aber Ikea ist es möglich. Er nickt langsam. Bei den Genas goldenen Augen verengen sie sich. The Guild hides how their acolytes struggle. Their ancestral forms no longer respond as they once did. Soon, there will be no water shapers to remember them. Die Gilde verheimlicht, wie sehr ihre Akolyten zu kämpfen haben. Die Formen ihrer Vorfahren reagieren nicht mehr wie früher. Bald wird es keine Wasserformen mehr geben, die sich ihrer erinnern. When their mighty talent went into decline, I gave the Huana the strength to raise the very sea against our enemies. Als ihre mächtige Begabung nachließ, habe ich den Huana die Stärke verliehen, sich mit dem Meer selbst gegen ihre Feinde zu erheben. For my generosity, they bound me to this chamber by my soul. Als Dank für meine Großzügigkeit haben sie meine Seele an diese Kammer gebunden. This cannot be true, I say. Das kann nicht wahr sein, sage ich. The half-breed's naivete is charming. I see why you suffer his company. Die Naivität des Halbblutes ist herzerwärmend. Ich kann verstehen, warum du seine Anwesenheit erträgst. And now the dead fire dies in my absence. The luminous Audra shrieks in agony, calling out for a guardian. Und nun stirbt das tote Feuer in meiner Anwesenheit. Der leuchtende Adler kreischt vor Schmerz und ruft seinen Hüter. Ja, du bist der Grund dafür, warum die Wasserformen so mächtig sind. Die anderen Wasserformen wissen nichts davon. Die Seele des Drachen lesen. Deine Seele ist hier gefangen. Lass sie mich ansehen. Gebunden oder nicht, was hast du vor, dagegen zu unternehmen? Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Nehmen wir mal die drei. You are a watcher. Of all the Kith who could have entered this chamber. How intriguing. Du bist ein Wächter. Von allen Gestandenen, die sich in meine Kammer hätten verirren können, wie interessant. In die Seele des Drachen einzutauchen fühlt sich zunächst verwirrend an, als würdest du die Regale einer gewaltigen Bibliothek durchwühlen. Die Energie und Lebhaftigkeit, die seine Seele färben sollte, ist grau und ausgelaugt. Aus dem Schatten treibt ein dunkles, formloses Etwas verzweifelt nach dir. Die Schutzzauber auf dem Steinboden ziehen die Essenz nach unten und leiten ihre Energie an die Schüler der Wasserformen von Nekataka weiter. Als es dich berührt, fühlt sich das Gewicht des Gefängnisses wie ein Anker an. Du ziehst dich zurück und fühlst dich geschwächt und verbraucht. Ich habe in deine Seele geblickt, es ist wahr. Believe what you will. My duty to the archipelago is all that matters. Dabei, was du willst, meine Verpflichtung gegen den Archipel ist alles, was zählt. Freedom comes like the tide, and the dead fire heeds my call. Freiheit kommt wie die Gezeiten und das Todesfeuer antwortet meinem Ruf. I sense a rod among your belongings. Ich spüre, dass du einen Stab bei dir trägst. Sorry, Lafas kneift die Augen zusammen und beobachtet dich aufmerksam. My gift to Pariki. My covenant with the Huana. Another broken promise. Mein Geschenk an Pariki, mein Pakt mit den Huana, ein weiteres gebrochenes Versprechen. It made the enchantments of this prison and can destroy them. It can set me free. Er hat die Verzauberung dieses Gefängnisses geschaffen und kann sie auch wieder zerstören. Er kann mich befreien. Der Strache schwingt seinen Schwanz aufgeregt im Kreis. We have a responsibility, I say. Wir tragen eine gewisse Verantwortung, sage ich. Tekio bricht ab und zupft gedankenverloren an seinen Haar. Anoch faltet seine Hände zu einem Dach und lächelt. Und Palegina hebt die Hand, reibt die Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger aneinander und nickt. Was ist es normalerweise? Eher so ein Zeichen von Profitgier. But if he speaks truth. The Huana are better served, if he remains. Aber wenn er die Wahrheit sagt, tun wir den Huana einen größeren Gefallen, wenn er hier bleibt. Your opinion is irrelevant, Halfbreed. Deine Meinung ist irrelevant, Halbblut. Ja. Gut, ohne Kasse würde mich töten lassen, wenn ich dich befreie. Es muss einen anderen Weg geben. Zuerst habe ich einige Fragen an dich, Drache. Was geschieht mit denen, die dich gefangen genommen haben, wenn ich dir helfe? Was bringt mir denn unser Arrangement? Wenn wir dich freilassen, behauptest du im Wasserform eines sehr nützlichen Vorteils. Du musst nichts mehr sagen. Lass uns von hier verschwinden.
Nehmen wir mal erst die drei. Luana have chartered their doom. I will not mourn their passing. Luana haben sich ihren Weg in den Untergang selbst bereitet. Ich werde ihn nicht betrauern. Neither will I speed it along while they stand against the foreign tide. Doch genauso wenig werde ich ihn beschleunigen, solange sie sich gegen die Welle der Fremden stellen. Was bringt mir denn unser Arrangement? Your ship will sail with grateful protection. Dein Schiff wird unter meinem Schutz segeln. That is a boon without equal in the Deadfire. Solch ein Geschenk findest du im Todesfeuer kein zweites Mal. Zuerst habe ich einige Fragen an dich. Ich werde deine Neugier tolerieren. Du hältst dich für einen Hüter? Das ist eine Aufgabe so alt wie die Inseln selbst. In ages past, there were three Guardians. They watched over the Isles, the Adra. And lost to Kaizo. In vergangenen Zeiten gab es drei Hüter. Sie wachten über die Inseln, den Adra und das verlorene Kaizo. That is similar to the tenets of Ngati's Covenant.